Was in aller Welt? Willkommen bei Afterlife, dem führenden Experten für Jenseitslogistik. Bitte wählen Sie das gewünschte Stockwerk. Cedric. Afterlife Business Center, Office President Cedric. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt bei der Afterlife Corporation. Präsident? Dieser nichtsnutzige Wicht. Ich hätte ihn wieder in Ketten legen sollen. Ja, 50.000 Radmänner Aktien. Und bei 30 wieder abstoßen. Ja, bei 30 tut er weg. Oheim! Schön, dich zu sehen. Und, hast du schon was bemerkt? Na? 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 Ich war gerade mal eine Woche weg. Was ist hier passiert? Nichts! Und das seit Jahrtausenden. Doch nun brechen neue Zeiten an. Mit meinem Unternehmergeist und deinen Goldreserven habe ich ein Imperium geschaffen. Afterlife! Der supermoderne, superschnelle, superpünktliche, Experte für Jenseitslogistik. So konnte ich endlich deinen Traum erfüllen. Wir sind Marktführer! Cedric, ich bin der Tod. Ich habe keine Konkurrenz. Ich bin an keinem Markt. Und was für ein Imperium! Da lasse ich dich einmal allein. Einmal. Und du... Was? Wir haben ein Logo! Stell dir das mal vor. Unser Name auf Kaffeebechern, Kugelschreibern, Feuerzeugen, Energydrinks und im neuen Afterlife-Werbespot. Licht aus, Film ab. Das ist diese verflixte Voice Control. Das haben wir gleich. Licht aus, Film ab. Bitte. Global handeln heißt Verantwortung übernehmen. Eine Welt des Wandels braucht Flexibilität. Wir haben uns diesen Herausforderungen gestellt. Seit Anbeginn der Zeit schafft unser Unternehmen Vertrauen durch Zuverlässigkeit als einer der ältesten Dienstleister weltweit. Und heute? Innovative Produkte, modernste Verfahren und die besten Mitarbeiter sorgen jedes Jahr für über 50 Millionen zufriedene Kunden. Das sind mehr als 100 in jeder Minute. Zusammen mit unseren starken Partnern machen wir Ihre Wünsche möglich. Dafür tun wir alle unser Bestes. Jeden Tag. Afterlife. Sterben mit System. Na, was sagst du? Cedric, ich werde jetzt gehen. Und wenn ich wiederkomme, ist alles so, wie es vorher war. Haben wir uns verstanden? Nichts ist mehr so, wie es einmal war, Oheim. Du brauchst nicht einmal mehr dein Pferd Binky. Denn unsere neue Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat das Fortbewegungsmittel für dich entwickelt. Pass auf! Dr. Kuh? Was? Den Rocket Master 3000. Sie wissen, dass sich das Gerät noch im Teststadium befindet und über eine sehr sensible Elektronik verfügt. Natürlich weiß ich das. Und Sie wissen auch, dass ich Ihnen den Rocket Master 3000 heute schon 12 Mal vorgeführt habe. Ach, war das heute? Der Rocket Master 3000 ist das Fortbewegungsmittel der Zukunft.
Zwei Nukleartriebwerke ermöglichen einen Flug mit zweifacher Schallgeschwindigkeit. Dieses Gerät nutzt die gleiche Technologie, die es meiner neuesten Entwicklung, diesem Roboter hier, ermöglichen wird, 52 Mal effektiver zu arbeiten als ein herkömmlicher Tod. Außerdem beschränkt er sich nicht nur auf verstorbene Opfer, sondern entzieht allen Kreaturen ihre Seele innerhalb von Sekundenbruchteilen. Und wenn meine Roboterlegion mit ihrer Arbeit erst fertig ist, wird meine Stunde kommen und dann werde ich über die Galaxis herrschen! Der Rocket Master 3000 ist natürlich viel zu kraftvoll für Testfahrten in geschlossenen Räumen. Aus diesem Grund wird seine exakte Flugroute durch diese Kontrollstation gesteuert. Welche Kontrollstation? Dort an der... Wand? Achtung! Feuer! Ihr Büro brennt! Bewahren Sie Ruhe. Feuer! Hilfe! Bitte, Mann! Rettet so viele können! Vor allen Dingen mich! Naja, kann passieren. Bin ich tot? Ja, leider. Sonst wäre mir das Elend erspart geblieben. Sind wir im Himmel? Sieht das hier aus wie der Himmel? Nein, wir sind in meinem Turm und wegen dir ist alles abgebrannt. Was mache ich denn jetzt? Schnapp dir einen Besen und räum auf. Na gut. Das war das letzte Mal, dass ich dich allein gelassen habe. Der Börsengang.